Hier stehen wir an der schönsten und größten Wand mit den Werken, die die Hauptgruppe seines Oeuvres darstellen, die Rio Anji Bleistiftzeichnungen. Und wir sehen in dieser Vitrine die 18 unterschiedlichen Bleistifte, 15 unterschiedliche Steine und die Partitur. Und er hat durch wiederum erst das I Ching und später den Computer immer jeweils ausgewürfelt, wo soll welcher Stein liegen auf dieser unteren Linie, mit welchem Bleistift, Härtegrad, Weichegrad, und soll der Stein umrundet werden, wie oft. Und so entstehen rund 300 solche Zeichnungen, die sich beziehen natürlich auf den berühmten Ryoanji-Garten, den Zen-Garten in Kyoto, den Cage besucht hat. Wir haben auch die Fotos, die das dokumentieren. Aber wichtig in diesem Garten ist, es ist von einer Seite nur zu sehen, man meditiert, man guckt und man sieht immer nur 14 von den 15 Steinen. Ich sehe immer von jeder Stelle einen Stein nicht. Und das ist natürlich eine wunderbare Vorstellung. Die Welt ist rund und schön und ich sehe trotzdem nur einen Teil davon. Ein Gedanke, der Cage sehr fasziniert hat. Und so zeichnet er immer wieder diese Idee des Vollendeten und des Unvollendeten in vielen Variationen. Viele von Ihnen kennen Cage mit dem Stichwort 4 Minuten 33 Sekunden. Eine Komposition, die 1952 uraufgeführt wurde. Eben ein Stück, in dem offiziell vom Solisten nichts erklingt. Aber wie wir eben überall erfahren, auch in diesem Raum, es gibt gar nicht die Stille, dass wenn einer etwas nicht auf dem Instrument, sagen wir Klavier, spielt, trotzdem in einem Raum mit 500 Menschen, die dort warten, auf den Klang doch etwas hören. Ob es die Klimaanlage ist, das Rascheln des Kleides des Nachbarn, das was auch immer, 4 Minuten 33 Sekunden ein Stück, was eigentlich Schweigen und Stille darstellen könnte, aber deutlich macht, Klang ist immer da, ist um mich herum und es könnte auch Musik sein und ich könnte dies auch Musik nennen. Das war eine Situation, die um 1950 eben im Black Mountain College in Zusammenarbeit nicht nur mit Merce Cunningham auf der einen Seite, sondern eben mit dem ganz jungen Robert Rauschenberg entstand. Rauschenberg hatte die Idee, ganz weiße Bilder und ganz schwarze Bilder zu machen, auf denen nichts zu erkennen ist und trotzdem, wie auf diesem Bild mit den verrutschten Zeitungspapieren, also doch etwas da ist. Auf den weißen Bildern sind Schatten, ist Staub. Also es gibt auch im weißen Bild etwas zu sehen, wie es in der Stille von 4 Minuten 33 Sekunden etwas zu hören ist. So haben sich Rauschenberg und Cage beeinflusst. Und wir sind sehr stolz, dass das hier das Black Painting Number One ist, was dann Rauschenberg aufgrund dieser Anregung, die er durch Cage bekommen hat, auch Cage geschenkt hat und Cage bis zu seinem Tode über seinem Bett auch hängen ließ als Verehrung eines Anregers, der ihm eine Menge von dieser revolutionären Neuheit um 1950 vermittelt hat. Jetzt sind wir beim Schlusskapitel. Eigentlich würde ein großer Teil noch mit Fluxus kommen, mit Pike, mit Beuys, Cage, der bildende Künstler, hier in einem großen Zusammenhang von Moholy-Nagy bis Zero, von Gerhard Richter, heute angeregt in seiner Malerei, bis hin zu Annie Albers, der versucht, John Cage als bildenden Künstler darzustellen. Ich hoffe, Sie haben einiges erfahren. Ich danke für Ihr Interesse und hoffe, dass Sie nach Salzburg kommen. Dort ist die Ausstellung noch mal größer, noch mal weiter im Sommer 2012 im Museum der Moderne oben auf dem Berg in Salzburg.